Jo Leute, seid mir gegrüßt. Willkommen mal wieder bei Minecraft. Mal ein bisschen quatschen wieder. Nichts Besonderes heute. Ja, geht mal hier unten. Das Wasser ist jetzt fast alles gelöscht, aber dafür sind jetzt die ganzen Dinger, die ich dafür gebaut habe, gehen alle nicht mehr weg. Ich habe zum Beispiel dieses Ding schon mehrmals abgerissen. Und es ist immer noch wieder, kommt immer wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich, weil diese Welt noch erstellt wurde, als wir noch nicht so tief bauen konnten. Da ging es ja nur bis Ebene 0 damals. Also da, wo das Bedrock jetzt ist. Ne? Damals, das war noch auf der PlayStation 4 Version, da konnte man halt noch bestimmen, welche Layer man haben will. Ne? Ich habe hier damals halt, ich glaube, Bedrock muss man immer nehmen als unterstes, aber hier dann immer Luft, zweimal Akazienstämme und dann Erde oben drüber. Ne? Ja. Aber egal. Ja, gibt ja hier, seht mal, das hier ist eine digitale, eine binäre Zählmaschine. Tatsächlich. Warte mal, ich mach die mal kurz. Geht nicht. Geht nicht, warum geht es nicht? Warum kann ich die jetzt nicht schalten? Weil die wahrscheinlich von hier bepowert wird. Ne? Ja, da ist ein Punkt drauf. Ich mach das mal kurz weg. Das ist eine binäre Zählmaschine. Na egal, jetzt die funktioniert halt. Indem man immer ein Bit weiterzählt, ne? Ne? Dann geht es immer um ein weiter. So funktionieren ja binäre Zahlen, ne? Also 1 und die nächste ist dann 2, 3, also wenn beide leuchten, ist 3 und dann 4 und so weiter und so fort. Ne? Weil binäre Zahlen funktionieren ja nur mit An und Aus. Ne? Und das hat Joseph gebaut für in seiner neuen Welt, die jetzt macht hier Farm irgendwas. Ne? Und das ist hier immer der, ne, der binäre Code jetzt, frag mich jetzt nicht, was das ist. Ne, und so weiter, das ist jetzt mit 6 Zahlen. Ne? Und ihr seht, wenn ich jetzt nochmal mache, müsste das Licht hier um einen genau nach da hinten wandern. Und irgendwann ist er halt ganz voll. Und dann sind wir wieder bei 0. Ja, aber das habe ich jetzt nur mal so nachgebastelt. Ja, Joe hat da so eine Maschine, die auch zum Teil von irgendeinem anderen entwickelt wurde, wie man halt aus diesem Binärcode das wieder übersetzt, dass man halt so eine Anzeigetafel damit dann zum Leuchten bringt und so weiter. Das macht er, da hat er wieder, der hat da so eine Farmwelt, wo er ganz viel Farmen macht, die halt mit diesen Autocrafter, ne, hier mit diesen Autocrafter-Geschichten. Alles mögliche baut. Ne? Er hat jetzt angefangen mit einer Holzfarm, also hier einer Bambusfarm. Er hat die halt anders gebaut. Er hat eine große Fläche gemacht, die von der Flying Machine abgeerntet wird, was wir halt in der Bedrock natürlich nicht können. Und die wird von LAs, wird der Bambus eingesammelt. Und den Bambus macht er halt zu Holz. Und aus dem Holz macht er Sticks. Und jetzt hat er noch eine Kelpfarm gebaut für Brennstoff. Da macht er getrockneten Kelp draus, der als Brennstoff dienen soll. Und aus dem Holz, aus den Sticks, ich weiß gar nicht. Hat er da auch schon mal draußen? Weiß ich gar nicht genau.
und so weiter, ne? Und ja, keine Ahnung, der halt noch bauen will. Und da hat er halt, wollte halt das Thema, was halt die Items sieht, in sein Lager rein und rausgehen und so weiter. Und man weiß ja, ob er dafür rausgehen oder eins macht, aber wie viel pro Stunde produziert oder pro Minute produziert wird. Und da hat er halt eine riesen komplizierte Rechenmaschine gebaut und so weiter. Und die Grundidee war halt, dass man halt mit diesen Kopperlampen halt binär zählen kann. Ne, mal an, aus ist ein, ja, seht ihr, jetzt sind wir wieder, jetzt ist die Leiste voll. Und ich glaube, wenn wir jetzt, genau, dann gehen alle aus. Jetzt sind wir wieder bei 0. Das ist jetzt 0, alle sind aus 0. Ne, und wenn wir jetzt noch einmal an ausmachen, 1, 2, ne, also geht der nächste an. Weil es gibt ja nur zwei Zahlen. Und wenn die 1 voll ist, geht der Übersprung zur nächsten 0, 1, ne? Und nochmal 1, 1 und der nächste Übersprung 0, 0, 1 ist 4 und so weiter, ne? Und ja, aber ja, das ist eigentlich nicht das, was ich euch, weswegen ich das gemacht habe. Es gibt Neuigkeiten, die ganz witzig sind, wo ich auch nicht so genau weiß, warum Mojang das gemacht hat. Wir haben jetzt anscheinend eine einheitliche Übersetzung für Bedrock und habe ich ihn zufällig auf der Hand? Nee. Für Bedrock und Java-Version, zum Beispiel hier Spender Werfer, ne, der hieß ja vorher Auswurfblock und hieß der schon immer Spender? Ne, der heißt jetzt halt Werfer, früher hieß der Auswurfblock bei uns, da haben sie geändert, auch hier bei Zauberbüchern zum Beispiel. Wo war das? War das wie weit unten? Sehen wir zum Beispiel Huschen. Ja, warum das jetzt? Also, unsere Übersetzung hat mir besser gefallen. Da hieß das schnelles Schleichen, glaube ich. Ne? Das heißt jetzt Huschen. Ich glaube, Seelen, Leute, das hieß glaube ich Seelenflitzer, oder? Das haben sie auch geändert. Und auch bei den Kreaturen, glaube ich. Gab es die eine oder andere, das ist ganz witzig. Warum das gemacht hat, ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Ich kann es euch nicht sagen, warum sie das gemacht haben. Ja, anscheinend brauchen die Villager Tag- und Nachtwechsel, damit man wieder mit ihnen handeln kann. Warum immer, ich weiß es nicht. Ja, hier war schon wieder so viel drin, ey. Also die produziert ganz gut Piglins sein, die Farm, hätte ich gar nicht mal so gedacht. Jetzt kann ich Gold. Ja, na gut, bis ein Goldblock zusammenkommt, dauert schon eine Weile. Weil wie gesagt, die werfen ja immer nur einen einzigen Nugget ab und der Nugget, neun Nuggets. Ne? Also du brauchst 81 Nuggets für einen Goldblock, also dauert schon eine Weile. Aber. Also alles jetzt hat Tick Speed 3. Ne? Denkt immer dran, das ist Tick Speed 3, was wir jetzt hier sehen. Und da sind jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind da jetzt drin. Ne? Also das ist immer noch, denke ich, deutlich immer noch ein bisschen weniger als das in der Java wären. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie das auch schon angepasst haben, dass die jetzt durch die Tore durchgehen können. Ich glaube nicht, dass sie solche Dinge anpassen werden, weiß ich nicht. Ja, warum sie die Übersetzung geändert haben, weil ich habe gestern, wenn ich vorhin hatte, angemacht habe, oh hier sind Nuggets, wie sind hier Nuggets? Oh, ist hier schon wieder einer draußen hingespawnt oder was? Oh, nee, ne.
Weil aus irgendeinem Grund, als ich diese Farm hier gebaut habe, ne, ihr seht ja, hier hinter ist nochmal eine Doppelwand mit Blöcken, weil ich immer hier außerhalb der Wand gesponnen und anscheinend ist das immer noch nicht ganz behoben, wenn ich das richtig sehe. Das ist wahrscheinlich irgendwie so komisch, im Portal ist, brauchen wir, dass die dann hier rausgedrückt werden irgendwie oder so. Ich weiß nicht, ja, das funktioniert scheinbar nur auf dieser Seite, weil auf der anderen Seite, ne, da seht ihr, ist hier einfach eine Glaswand, hier ist nie einer gespawnt. Also das hat wahrscheinlich mit der Richtung zu tun oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, wie gesagt, ja, mal ganz lustig. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, warum sie das gemacht haben, diese Änderung, aber ja, und, ich habe bei, und ja, wie gesagt, Spark of Phoenix hat jetzt angefangen mit Elements 2, also er und seine ganzen Kumpels, ne? Die haben auch schon, ich habe gerade ein Video gesehen, wo sie den ersten Boss geklatscht haben. Ein riesiger Silberfisch. Ja, Spark ist wirklich inzwischen richtig gut geworden, was diese Dinge angeht. Na, er baut dann immer so Rätsel und so weiter. Und mein, wie gesagt, was mich bei Elements ein bisschen stört, und was vielleicht auch für zum Angucken, ne, für die halt den Stream verfolgen, irgendwie denkt man nicht ganz so interessant ist, dass die halt viel Zeit dann verbringen zu farmen. Ne? Also im Moment halt sind sie nur erst noch bei Steinen. Ne, da müssen halt Steine kloppen, ne, und für, ich weiß gar nicht, wie das komprimiert wird. Für so und so viele Steine kriegen sie irgendwie einen komprimierten Stein und den können sie halt dann, wenn sie genug komprimierte Steine haben, für irgendwas eintauschen, für zum Beispiel eine unbrechbare Spitzhacke und so weiter. Und, ne, und die brauchen ja auch die Level, die sie damit verdienen, die sind ja eine Art Währung. Und, ja, ich weiß nicht, also ich meine, die Grundidee ist schon gut, aber das Prinzip doch passiert, dass du unendlich nur am Steine kloppen oder später halt am Anbauen von irgendwelchen, was auch immer ja dies ja nehmen wird. Ne? Letztes Mal hat er, glaube ich, Kakao hat er gehabt, denn hier diese Pitcher Pots, ne? Also hier diese, ich hab schon hier, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist, dass bestimmte Items immer so groß dargestellt werden in der Hand. Hier diese, wo sind diese, die? Bei Samen? Ja, hier diese, ne? Diese Kannenkapseln, wie sie hier heißen. Ne, die mussten sie dann anbauen. Und ich weiß nicht, und Weizen. Ich glaube, Weizen. Ich weiß es gar nicht noch. Irgendwas war, glaube ich, noch. Und dann weiß ich, was er noch hatte da und so. Ne? Und das müssen die halt immer tun, immer zumachen, um halt die Levels zu verdienen. Und ja, ich weiß nicht, also. Und. Ja, der, ach ja, der, die Schlüssel heißen jetzt auch anders. Der heißt jetzt. Ich glaube, der. Ja, der ominöser Prüfungsschlüssel. Und ich glaube, die ist noch vorher auch anders, oder? Und der andere heißt. Ach, da ist er hier. Der andere heißt. Prüfung, ich glaube, die ist noch vorher auch anders. Oder? Ich meine, ich weiß es nicht genau, aber. Ja, wir haben ja im Survival schon das gemacht. Mit den Schlüsseln. Ja, man könnte jetzt halt noch auf diese Banner gehen. Es gibt ja hier, gibt ja noch zwei neue Banner-Dinger. Ne? Den Fluss habe ich schon. Den Gast, da könnte man noch versuchen zu kriegen. Den Globus muss man, glaube ich, kaufen. Und die Schnauze findet man in der Bastion. Und die anderen kann man, glaube ich, alle machen. Ich meine, das Globus ist natürlich sehr teuer. Da braucht man einen verzauberten Apfel für. Aber. Ja, aber wie gesagt, ob ich da Bock drauf habe, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich, wenn ich mal Lust und Leute habe, versuche ich es mal, aber. Ich habe einen von diesen ominösen Schlüsseln, habe ich ja noch, die habe ich mir in den Lager gepackt. Ja, meine Bambus. Ja, genau, ich wollte halt. Spark hat die Tage ein Video gemacht für eine Zuckerrohrfarm. Na, er macht immer. Er hat so eine Reihe, wo er die Farmen zeigt, wie sie relativ einfach zu bauen sind. Und er hat die Variante genommen, dass er hier mit einem Notenblock den Pisten hier sozusagen, ne, also wenn man hier, wenn hier was geändert wird, das. Aber der Notenblock wird bei uns halt nicht als
veränderbarer Block als Block-Update gewertet, ne? Leider. Darum können wir den auch nicht benutzen, um hier, ne, mit dem Beobachter irgendwas zu machen. Hier, wenn wir da, ne, da passiert halt nichts. Wie ihr seht, ne? Also ich habe ein bisschen rumexperimentiert, da irgendeine andere Möglichkeit zu finden, also dass man halt nur eine einzige Pflanze abwehrt. Ich meine, ich weiß nicht, ne, er sagt, das ist halt für die Lecks, ich meine, na gut, aber die Lecks spielen halt nur eine Rolle, eine wirklich riesengroße Redstone-Dinger baut. Ich habe jetzt bis jetzt hier auf der PS5 zumindest noch keine Probleme mit Lecks gehabt, obwohl ihr seht, ne, dass hier schon dutzendweise Trichter verbaut sind und andere Dinge. Und auch wenn die Farm löft, im Moment löft sie natürlich nicht, weil das Ding hier voll ist, hat das eigentlich, soweit ich das gemerkt habe, also jemals keine wirklich ernsthaften Lecks verursacht. Ne? Also, und ja, das löft ja auch andauernd, da kommen ja auch andauernd hier Items raus. Also bis jetzt geht es noch mit den Lecks. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich meine, da müsste man wahrscheinlich schon eine sehr, sehr, sehr große Bambusfarm bauen. Meine, na gut, weil wir jetzt noch, ich meine, die ist jetzt noch nicht so wahnsinnig groß. Ich meine, das sind pro Dings 30 Pflanzen, das sind 8 Dinger, ne? Also 240 Pflanzen. Ich meine, wenn man jetzt natürlich das nochmal 3 oder 4 baut, und aber wieder, bei mir werden ja auch maximal ein so ein Cluster gleichzeitig abgeerntet, also ne, wenn es durch dumm zwei mehrere, ja, kann schon sein, dass die dann mal, aber die Items liegen ja nicht rum, die werden ja sofort weggesaugt, und daher ist auch da das Leckproblem, denke ich mal, von geringerer Natur. Ne? Ich meine, ich erinnere mich noch damals, als Trimax hier dieses riesen Dicktree gebaut, oder Dicktar, ne, gebaut hat, in Craft Attack 9, ja, 9 glaube ich war das. Da hat er eine, also wirklich gigantische Dripstone, also aus Dripstone wollte er bauen, aus Dripstone-Blöcken hat er gebaut. Und da hat er wirklich eine riesige, gigantische Dripstone fahren, da hat er so, ich glaube, 8 oder noch mehr, so ein riesen, auch doppelt hoch Dinger gemacht, ne, und da hat er halt so eine, auch mit einer Flying Machine, die dann halt lang gefahren ist, und, ne, weil die konnte halt nicht mit einem Trichter einsammeln, sondern die musste halt dann, ich glaube, die hat dann per Hand oder hat er das nachher abgespült, ich weiß nicht mehr genau, wie er das gemacht hat, aber irgendwie, ne, ich glaube, haben nachher abgespült mit Wasser oder wie er das eingesammelt hat, und da hat er halt tausende von Items gleichzeitig gehabt, wenn die alle gleichzeitig gelaufen sind, und da hat Spark ihm das dann halt so eingestellt, dass die halt nicht alle gleichzeitig abgeerntet werden, sondern halt nacheinander, ne, und so. Und dann hat aber, dann hat er, und die haben auf dem Server gespielt, ne, der viel, viel mehr Leistung hat als meine kleine PS5 hier oder so, ne. Und da hat er dann irgendwann trotzdem nicht mal gemacht, alle gleichzeitig zu starten oder so, und dann hat Spark ihm auch wieder geschimpft, weil, ne, das sehen die gar nicht gern, wenn halt irgendwelche Leute irgendwas machen, was der Server da leckt und so, ne. Und dann haben sie ja, und dann haben sie noch eine Geschichte gehabt. Ja, der wird jetzt hier durchfliegen, oder der ist 7 drin, ich werde mal hier, da kommt er. Ich werde mal hier jetzt die Dinger rein. Also warte mal, ich muss noch. Ja, und ja, da eben haben sie eine Pyramide gebaut, wo sie immer einen Lavablock gesetzt haben, den dann wieder eingesammelt haben und dann einen Wasserblock drüber gesetzt haben, und dann ist natürlich die ganze Lava runtergelaufen, dann die ganze Wasser hinterher, und das hat sich in Stein umgewandelt, und ab einer bestimmten Größe hat auch ein enormes Leckding, das hat Spark auch verboten. Ja, ist schon verständlich irgendwo, ne? Weil die wollen ja spielen.
Ne, da sind auf den Craft Attack Server, da sind, keine Ahnung, 50 Leute oder was drauf oder so, ne? Und die wollen halt spielen und bauen und so weiter. Und wenn das halt dauernd leckt und so, das macht das natürlich keinen Spaß, weil irgendeine Freaks da irgendeinen Scheiß machen. Und darum, wie gesagt, das ist eine der wenigen Regeln, die es halt gibt bei Craft Attack, dass halt keine absichtlichen Serverlecks verursacht werden dürfen. Und wie gesagt, einer, der auch gerne dabei ist, sowas zu machen, ist halt Hugo, ne? Mit seinen Booten. Der macht immer diese Boot-Pranks. Macht am Spawn immer ganz viele Boote hin. Aber ich hatte inzwischen auch so einen großen Server, dass er das mit seinen Booten kaum noch schafft, da irgendwelche Lecks zu verursachen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den Autocrafter, ne? Und wenn er halt genug Holz dran schafft, kann er da auch, sag ich mal, Boote ohne Ende craften, ne? Also. Ohne dass er da groß was für tun muss. Er muss halt bloß immer Holz nachwerfen, ne? Oder er kann auch eine Bambusfarm bauen und das automatisch laufen lassen. Ja, hier, das habe ich mal die 2x2-Tür. Die sogenannte Jap-Tür, aber die funktioniert ja auch nicht mehr in der Java, ne? In der Bedrock meine ich. In der Java funktioniert schon noch, aber in der Bedrock funktioniert nicht mehr, weil normalerweise funktioniert die so, dass man hier über die Kolben halt, ne, hier die Redstone legt. Aber das geht halt nicht mehr, weil die Kolben das nicht mehr durchleiten und schon gar nicht erst durch den Block und dann durch die Kolben, das funktioniert alles nicht mehr. Ne, also. Ja, hier war es in der Bedrock nicht. Warum auch immer das so geändert wurde, ich weiß es nicht. Wir haben ja auch das Problem halt. Ja, das Design gefällt mir gar nicht, weil das wird erst hier ausgelöst. Also, wie gesagt, hier, das ist halt das, was ich immer baue oder schon öfter mal gebaut habe, dass man hier ein Item reinwirft, ne, hier. Und das wandert hier durch. Das dauert halt ziemlich lange, bis das hier durchwandert. Also, das wird halt erst hier hoch, weil ich habe ja irgendwo einen anderen Platz gekommen. Ich hätte das hier vorne irgendwo dran bauen müssen, den Auslöser. Und wenn das hier durch, kurz vorm Auswurf, wird es erst ausgelöst, dann dauert es relativ lange, bis die Tür aufgeht. Ja, die 2x2-Tür, ich habe jetzt meine andere, wo die Tür halt im Boden versinkt. Ist zwar auch nicht ganz optimal, weil man halt über den Schleim gehen muss. Hasta la vista. Ah ne, das ist das falsche Loch. Du musst in den anderen hängen, wo die Golems sind, du Trottel. Hier wird dein Loot nicht aufgefangen. Ja, hier wieder, ich habe das hier alles verbunden mit meinem Lager da hinten. Ja, wie gesagt, funktioniert nur mittelmäßig, weil das zu weit weg ist. Aber ja, ich könnte natürlich noch ein paar mehr Dingschance machen, aber. Ja, wie gesagt, ein Problem sind die Glowsquids, die hier drinnen verrecken. Weil ihr seht, die bleiben immer auf den Schaltern hängen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber naja, gut, ist halt, da kann man nicht viel machen. Hier ist mein Sortierer für den Ofen. Also wenn hier irgendein rohes Fleisch rüber geht, das wird halt aussortiert und in den Ofen direkt da hinten geschafft. Na, ihr könnt natürlich noch erweitern mit diversen Erzen und so weiter, ne? Die dann im Ofen geschmolzen werden. Aber ja, so weit bin ich jetzt noch nicht gegangen. Ach ja, hier ist mein Dings. Ja, hier ist der Ausgang. Ja, es regnet neu. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwann gespielt in Minecraft. Da hatte also mehrere Ingame-Tage, 3, 4, 5 Ingame-Tage hintereinander geregnet, obwohl ich mehrmals mich hingelegt habe und alles, also in mein Survival-Ding mehrmals hingelegt habe und alles, das wollte nicht aufhören zu regnen. Ja, hier ist reich so gut, dass man hier mal runtergehen kann und hier unten durchgehen kann halt. Ja, hier, da seht ihr die Dinger hochkommen. Und hier hoch. Hier ist halt diese Crafting Farm, die ich hier gebastelt habe. Die halt die Gold, Eisen und Kupfer zu Blöcken verarbeitet. Ist mir, denke ich, ganz gut gelungen, letztendlich. Ich meine, ja, man könnte jetzt halt, wenn man erst diese Farm aufbaut, dass man die halt so baut, dass halt vielleicht alles gleich ausgerichtet ist oder so. Ne, da müsste man gucken, ob das geht in irgendeiner Art und Weise. Aber ich habe jetzt gedacht, weil wie gesagt, das nicht nebeneinander sehr schwierig ist, habe ich gedacht, das hat gegeneinander so ein bisschen gebaut. Und ja, den habe ich jetzt, musste ich jetzt einen Block weiterhin, weil das sonst nicht wieder hiermit connected hätte, was wir nicht wollen. Und ja, ich denke, geht ganz gut. Das ist der Kupfer-Dings hier, der Kupfer macht. Der sortiert hier das.
die Kupferbahn halt raus. Lange gibt es ja nicht. Und wird hier, wie gesagt, werden die Nuggets raussortiert und hier die Barren. Und beim Eisen sind umgekehrt, da werden erst die Nuggets raussortiert. Ja, ich weiß gar nicht, warum habe ich das eigentlich hier umgekehrt gemacht? Hier werden erst die Barren, ne? Ich hätte ja da auch erst die Barren raussortieren lassen können. Na, wo nee, ist eigentlich sinnvoller, ne? Weil die. Ja, weil die Barren sind dann dichter dran am. Genau, dann brauchen wir die nicht zurückschieben. Aber ja, vielleicht hätte man das noch umtauschen können, dass die Kupferdinger ganz zum Schluss kommen, ne? Aber ich denke, ist schon ganz gut so gelungen. Und wieder da dieses System, dass man halt hier einen zweiten Handwerker als Gegending hat zum Messen, wann der halt entsprechend voll ist. Ja, man kann auch eine Glock ranbauen. Ne? Kann man auch machen. Dass man eine Glock ranbaut, die halt in regelmäßigen Abständen, dass man halt. Aber wie halt das Problem ist, wenn jetzt ganz viel durchgeht, ne? Fühlt sich das schneller und wenn halt nichts kommt, dann. Das, ja, ich denke, das ist schon so ganz richtig, dass man das mit so einem Messding macht, was das misst. Und ich habe jetzt mal. Warum regnet es immer zu? Bei dem nicht. Bei dem hier mit den Dreiern mal gemacht. Und habe hier mal jetzt aus den Bambus. Aus dem Bambus. Stämmen oder wie das heißt. Hier Bretter gemacht, ne? Ihr seht, das waren vorher ungefähr 4 und ein halber Stack oder so, die ich hier auf die gleichmäßig verteilt habe. Und das, ne, mit einem linken Loch und das hat wirklich ganz schön zügig durchgeballert. Also pro halbe Sekunde ungefähr ein Item oder so, glaube ich. Also, das, also wenn man das maximal füllt, das kann schon ziemlich schnell ballern. Ne, also der Dings, also ja, ich werde es mal irgendwann mal ausprobieren. Ob das der Trichter dann auch abtransportieren könnte. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig. Na, wo ich könnte ja die Trichter unter das Ding bauen. Ne? Muss ich mal irgendwann mal austesten, ob der Trichter das dann auch abtransportiert kriegt. Oder ob das irgendwann stocken würde. Ne? Ich meine, ja, ich nehme an, da werden in Zukunft noch einige, vielleicht andere Designs oder bessere Möglichkeiten ertüftelt werden zu machen. Wie gesagt, das ist, wie gesagt, meine Variante, weil wir, ich habe euch erzählt von Trimax seiner Geschichte, dass er da so einen Rekord machen will und da die verschiedensten so Bambus für Holz und eine Kaktusfarm und so weiter, ne, machen will für irgendeinen so Rekord, den er da aufstellen will, so und so viel Level, mit 300.000 Level oder irgendwas will er da machen, mit Bambusöfen, also mit Öfen, wo man halt die Kaktus drin verbrennt und dies, das. Und da haben wir halt darüber diskutiert, wie man die, ne, dass halt das Ding hier ein gewisser Bottleneck ist, weil das zu langsam befüllt wird und dass man halt mehrere Dinger ranmacht. Und dann haben wir gesagt, ja, man kann drei ranmachen, aber vielleicht auch vier. Und man kann vier ranmachen, wie ihr seht. Wenn man halt, ich habe noch nicht ausprobiert, wenn man da jetzt einen Trichter oder eine Kiste anstatt, ob es auch gehen würde, aber vielleicht möglicherweise nicht, weil ein Trichter und Kiste anders sind. Aber fast ist ja ein praktisch massiver Block. Und das geht, ne? Also wenn hier halt sagt, ist voll, ne, dann könnt euch ja mal kurz zeigen. Ich kann ja mal kurz einen Stack. Der ist. Ne, hier nicht. Hier bei diesen. Wie heißt das Zeug? Ne, ich hab das nicht. Hier. Bambusblock, genau so heißt das. Bambusblock, ne? Hier mal rausnehmen. Und mal. Den halben Stack hierin machen und den anderen halben Stack darin. Und ihr seht, ne, das ballert ganz ordentlich. Hier. Und wenn man halt, ne, also, weil wenn man halt natürlich alle befüllen würde, würde das irgendwann
natürlich voll sein da drinnen, ne, und nicht mehr ganz so schnell, aber ihr seht, das ballert schon ganz ordentlich, das funktioniert ja ganz gut, auch wenn das eine Etage tiefer ist. Ne, das Fass leitet das Signal weiter an den und ihr seht, zwei Stacks sind in wenigen Sekunden durchgeballert, also das ist wirklich, also wenn man da kann man wirklich große Farmen mit betreiben, und wenn man das halt dann nochmal aufteilt auf zwei oder so, ne, wenn man halt noch mehr noch Items bauen will, ne, ja, hier die Hand gemacht, damit man die Trichter sperren kann. Na, da könnte ich jetzt den ganzen Trichter voll machen und gucken, wie lange das dauert, zum Beispiel 20 Stacks durchzuballern, aber wenn man jetzt daraus zum Beispiel Sticks machen würde, ne, also das ballert schon ordentlich, also. Und wenn man das halt mehrmals baut, da kann man schon gigantische Farmen bauen, die halt in kürzester Zeit sehr viele Items produzieren. Ja, und man braucht halt nicht mehr alles mit per Hand umkramen, sondern man kann halt, das ist halt, denk mal, der Vorteil bei diesem neuen Crafter, dass man halt irgendeine Farm baut, die halt irgendeinen Rohstoff baut, die man normalerweise mit Hand umkräften müsste, dass man halt alles gleich umkraften lassen kann und so, ne. Dass man halt sich den AFK hinstellt und ja, dieses Pack wird leider nicht mehr aktualisiert, die Texturen, ne? Schon die 1.20 wurde nicht mehr aktualisiert, ja, schade leider. Ich weiß nicht, ob nur in der Bedrock oder auch ob in der Java auch nicht mehr das macht, ich weiß es nicht. Der gute BDCraft oder der vielleicht überhaupt nichts mehr oder so. Kann ich das nicht genau sagen, leider. Aber darum habe ich halt auch so ein bisschen ein Problem, dass in meiner Survival-Welt halt jetzt die normalen Texturen immer habe für die neuen Blöcke und so, aber das ist halt nicht zu ändern. Ja, das ist meine Mattfarm hier, also man halt Erde hier drin ballert und dann jemand drauf tut. Ne, die funktioniert eigentlich ganz nett, finde ich. Ne, mein, ist ja sehr intensiver hier überall, halt alles voll Flaschen sein muss, damit das funktioniert. Ne, ich meine, hier müssen auch, ne, und so weiter, also. Ja, normal funktioniert das so nicht, aber weil die Flaschen halt nicht so hoch gesteckt werden können, funktioniert das schon. Obwohl, ach nee, doch, die leeren können auf, ah nee, das ist für die leeren Flaschen. Können um 18 gesteckt werden. Das war ja für die leeren, aber wie gesagt, weil halt immer maximal eine leere Flasche gleichzeitig durchkommt, kann halt eigentlich nicht viel passieren, also nur wenn es irgendwie verstopfen würde. Und dann wird immer eine fällt durch und eine rutscht dann weiter und wird halt, ja, ich habe hier Schalkerkisten dran gemacht, weil ich hier keinen Trichter dran machen will, weil der auch gesperrt werden würde durch die Fackel. Da hätte man auch ein Fass oder so nehmen können, oder eine Kiste. Und das wird dann halt zurückgemacht hier, ne? Das hier wird hier in den Dings und dann. Ja, hier, ja, die Brunnen ist, das wird halt auch gesperrt hier, ne? Der hier, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Ah, ne, das wird ja rausgesaugt von unten, das stimmt. Und hier wird halt gefüllt, ne? Das wird hier, kommt hier rein in den, das ist jetzt ein Werfer. Warum der Werfer ist, weiß ich nicht. Eigentlich müsste das nicht ein Spender sein. Ah ne, Werfer, ja, Werfer. Also, wie hieß denn der früher? Der hieß doch auch anders. Der hieß doch nicht Werfer. Der kann, benutzt halt. Das hieß der nicht mal früher Spender gewesen, halt gar nicht. Der benutzt halt die Flasche und füllt die und dann fällt die hier unten auch zwecks Dings hier wieder durch, ne? Hier zwecks hier habe ich das gebaut, dass die dann durchfallen, wenn der eh mal die benutzt hat, genau. Und dann werden die halt da wieder hochtransportiert. Ja, ich habe inzwischen ein anderes Design für den Aufzug.
wo halt nur jede zweite Ebene befeuert wird. Das reicht völlig aus. Dann wird er wieder hochbefördert und die vollen Flaschen fallen da wieder rein. Und funktioniert eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn man viel Matt brauchen sollte, kann man sich dort schon mal bauen. Ich meine, kann man vielleicht noch ein bisschen besser lösen, aber ja, viel besser wird es halt nicht gehen, weil wie gesagt, irgendwie muss das ja wieder aufgesaugt werden. Und die Erde wird halt hier lang in die Kiste, oder der Matt wird in die Kiste hier. Die muss man natürlich abbauen. Das geht nicht automatisch leider, ne? Weil man sonst, wie wenn man halt einen Observer dort hinsetzen würde, würde halt eine Dauerschleife erzeugen. Weil man das Ein- und Auswand des Pistons halt immer jeweils einmal Auswandsignal und Einwandsignal, dadurch würde der halt dauerbefeuert werden und halt schlecht. Und obwohl, würde das jetzt gehen mit, warte mal, mir kommt gerade eine interessante Idee. Wir haben jetzt diese Kupferlampen. Würde das jetzt funktionieren mit einer Kupferlampe? Observer. Wartet mal. Also hier ein Pisten. Hier ein Observer. Kupferlampe. Guck, wenn ich jetzt hier was hinsetze, geht die an. Und wenn ich jetzt hier jetzt so machen würde, ein bisschen Redstone. Mal gucken, wenn ich jetzt hier was hinsetze. Nee. Warte mal, wir müssen noch anders machen. Wenn der ein Redstone-Signal kriegt, ja, der kriegt halt, der macht halt ein spätes Redstone-Signal, wenn er wieder einzieht, ne? Wenn ich hier das hinstelle, ist ein Signal, dann schiebt er das raus. Ja, dann schiebt er das raus. Und dann sagt, dann macht er wieder aus und dann geht der auch aus. Und wenn wir hier noch eine zweite Lampe hinmachen würden, so wenn ich jetzt hier hinsetze, geht die aus. Dann wechselt die auf aus. So, wenn wir hier jetzt auch noch einen, so gucken, wenn ich jetzt hier hinsetze. Okay, dann geht die erstmal aus. Wenn ich nochmal hinsetze. Okay, dann geht die an. Okay. Das heißt, wir bräuchten hier ein Reset.
der die Lampe noch mal anmacht. Okay, wir brauchen zwei Signale, ne, damit die an- und ausgehen. Interessant. Na, wir bräuchten jetzt noch mal ein Signal, dass sie wieder angeht und wieder aus. Weil die geht ja erst aus. Wenn die wieder angeht, ne? Oh. Okay. Das heißt, wir müssten vielleicht er würde wieder ein Signal geben, ne? Naja, okay, da können wir drüber nach. Nochmal, jetzt ist selber der Part zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.